Willkommen bei Filmora Pro, einer neuen Art, deine Geschichte in Szene zu setzen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das Compositing in Filmora Pro. Compositing ist, Bilder oder Videos über andere Videos zu legen. Heute werden wir darüber sprechen, wie du dein Filmmaterial in Ebenen unterteilst, wie du einem Bild in Bildeffekt erzielst, wie du mit Mischmodi und Linsenreflexen arbeiten kannst und wie du einen schwarzen Bildschirm mit Verkrümmungs- und Unschärfe-Effekte-Clips hinzufügen kannst. Filmora Pro bietet dir eine unbegrenzte Anzahl von Videospuren, um mit der Überlagerung und dem Compositing von Clips zu arbeiten. Grundlegend ist zu beachten, dass, wenn du einen Clip auf einer Videospur über einem anderen Clip platzierst, nur derjenige angezeigt wird, der in der oberen Ebene platziert ist. Ähnlich wie bei Ebenen in der Fotobearbeitung und in Grafikanwendungen kannst du auch hier die Deckkraft des oberen Clips anpassen. Wenn du ihn also transparenter erscheinen lassen möchtest, so wie in diesem Beispiel hier, dann kannst du auch damit mehr und mehr Videos übereinander platzieren. Der Bild-im-Bild-Effekt ist im Grunde nur ein kleineres Fenster mit einem Video über einem größeren Fenster mit Video. Viele Gaming-Videos nutzen diesen Effekt, um deren Live-Reaktionen aufzuzeichnen. Du kannst diesen Effekt ganz einfach erzielen, indem du das Video, das du kleiner darstellen möchtest, über dein anderes Material platzierst. Von dort aus kannst du den BEB-Effekt auf den kleinen Clip ziehen und die Einstellungen anpassen. Für mehr Flexibilität kannst du auch die BEB-Fenster manuell einstellen, indem du die oberste Ebene auswählst, in das Effektfenster gehst und den Maßstab und die Position anpasst. Wenn du die Größe der einzelnen Fenster im Vorschaupanel ändern möchtest, kannst du, während du die Größe des Fensters anpasst, die Umschalttaste gedrückt halten und damit bleibt dein Filmmaterial proportional. Wenn du hier den Clip weiter hervorheben möchtest, kannst du einen Schlagschatteneffekt hinzufügen. Ein weiteres wichtiges Konzept, das man verstehen sollte, wenn es um Compositing geht, ist, wie Mischmodi funktionieren. Die Mischmodi können auf deinen Clips, Bildern und Ebenen eingestellt werden und bestimmen, wie sich dein Bild mit den darunterliegenden Bildern vermischen. Standardmäßig ist der Mischmodus überall auf Normal eingestellt, aber es gibt Zeiten, in denen es sinnvoll ist, den Mischeffekt einzusetzen. Zum Beispiel siehst du hier die Skizze eines schwarzen Pfeils auf einem weißen Hintergrund. Wenn du das Bild einfach auf dein Material legen möchtest, wird der weiße Hintergrund hinter dem Pfeil immer noch abgebildet. Du kannst den weißen Hintergrund loswerden, indem du hier den Mischmodus verwendest. Kurzer Tipp, dies funktioniert nicht für jeden Hintergrund, den du entfernen möchtest. Aber wenn du ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild wie dieses hier hast, kannst du den Hintergrund entfernen, indem du die Belichtung auf Verdunkeln oder Multiplizieren einstellst. Dadurch ist es möglich, dass nur die unterste Ebene des Clips verdunkelt wird. Da weiß nichts verdunkeln kann, sehen wir es nicht. Aber weil Schwarz dunkler ist als alles andere in unserem Bild, bleibt es bestehen. Mischmodi können auch perfekt dazu eingesetzt werden, um Lichtquellen wie Feuerelemente, Linsenreflexe und Lichtflecken zu mischen. Das Hinzufügen von Streulicht bei leichten Lightleaks in deinen Aufnahmen ist in Filmora Pro extrem einfach, mit Effekten, die du direkt in deine Clips einfügen kannst. Zum Beispiel der Lichtreflexe-Effekt zeigt dir eine Lichtquelle an, die du animieren kannst. Sie haben diesen Effekt im Text- und Titel-Tutorial verwendet. Zudem findest du dort auch die anamorphen Blendenflecke und Lichtflecken, die du für deinen Clip verwenden kannst, um automatisch einen natürlicheren Look zu erhalten, der auf die Helligkeitswerte in deinem Clip reagiert. Wenn du aus irgendeinem Grund die Linsenblenden oder Lichtflecke unabhängig voneinander in deinem Clip verwendest oder du sie als Übergang nutzen möchtest, kannst du dies tun, indem du eine schwarze Ebene erstellst, die du in deine Zeitleiste über den Clips einfügst. Ich möchte nun in diesem Clip einen leichten Lichtreflex hinzufügen. Der Plan ist, dass die Helligkeit dieses Reflexes so animiert wird, dass dieser wirklich hell erscheint, wenn wir zwischen unseren beiden Clips schneiden, welches den Übergang abschwächen soll. Sieht toll aus, aber wir können unsere Aufnahmen darunter nicht sehen. Hier kommen nun die Mischmodi wieder zum Einsatz. Wenn du mit Licht arbeitest, wie ich es hier mache, verwende gute Mischmodi wie Bildschirm, Hinzufügen oder Heller machen, welche alle ungefähr dieselbe Ergebnisse liefern, nachdem wir suchen, aber auf etwas andere Weise. Ich verwende in diesem Beispiel Hinzufügen. Finde eine Lichtquelle, indem du den Reflex anwenden möchtest und dann aus dem Bild rausbewegen möchtest.
Nun vergrößere ich den Lichtreflex, damit der Effekt das Bild besser ausfüllt. Klicke hier oben auf die Schaltfläche Zeitleiste anzeigen und erstelle dann einen Keyframe genau dort, wo sich der Schnitt befindet, in den du den Kreis direkt nach Intensität anklickst und dessen Intensität verstärkst. Als nächstes gehe ein wenig zurück, erstelle einen weiteren Keyframe und setze die Intensität auf 0. Dann gehst du ein Stück nach dem Schnitt vorwärts und setze einen weiteren Keyframe nochmal auf 0. Glätte den Keyframe in der Mitte. Schauen wir uns das mal an. Das ist ein bisschen zu schnell. Mit einer weiteren Anpassung kannst du die Keyframes etwas weiter auseinander bewegen. Das sieht viel besser aus. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Keyframes funktionieren, schau dir unser grundlegende Animation-Video an. Link in der Beschreibung. Letzte Anmerkung zu Lichtquellen. Du kannst online viele vorgefertigte Lichtflecke und Lichtreflexe runterladen, die in der Regel eine Lichtquelle auf einem schwarzen Hintergrund beinhalten. Genau wie bei unserem letzten Beispiel solltest du dafür auch Mischmodi wie Bildschirm oder Hinzufügen für beste Resultate verwenden. Tatsächlich kannst du sogar mit anderen Mischmodi experimentieren, um coolere Ergebnisse zu erzielen. Es gibt mehrere verschiedene Verzerrungseffekte, die du in Filmora Pro verwenden kannst. Diese können manchmal nützlich sein, wenn du ein Bild oder Video in einem Clip zusammensetzt. Zum Beispiel siehst du hier den statischen Clip eines Fernsehers. Da dies von einem Stativ aus aufgenommen wurde, kann ich problemlos ein Video auf dem Fernseher mit ein paar verschiedenen Verzerrungseffekten überlagern. Perspektivische Verkrümmung und Bezier-Verkrümmung können nützlich sein, wenn man ein Video an eine 3D-Form anpasst. Aber heute werden wir uns mit der vierfachen Verkrümmung beschäftigen. Diese ermöglicht es dir, die Ecken deines Videos individuell zu platzieren. In diesem Fall werde ich die Ecken an den Ecken des Filmbildschirms neu anordnen. Nun könnte ich es so belassen, wie es ist. Aber ich möchte diesen Effekt etwas überzeugender gestalten. Wenn ich die Spur mit dem Clip, den ich überlagert habe, stumm schalte, kannst du sehen, dass der Fernseher unten etwas Licht von seiner Oberfläche reflektiert. In Wirklichkeit würde der Fernseher immer noch das Licht von dort reflektieren, unabhängig davon, ob er ein- oder ausgeschaltet ist. Um den Lichtreflex beizubehalten, stelle den Mischmodus des überlagerten Clips auf Bildschirm. Als nächstes überlagere den Clip mit Zeilen-Scannen-Effekt und platziere diese über dem vierfachen Verkrümmungseffekt. Gehe in die Voreinstellungen und stelle dieses auf Leicht ein und los geht's. Wir haben erfolgreich einen Clip auf unserem Fernseher überlagert. Hier ist ein weiteres Beispiel mit einem Fernseher. Diesmal ist der Fernseher im Hintergrund unscharf. Wenn du die gleiche Methode wie zuvor anwendest, um das Video auf diesem Bildschirm zu setzen, sieht man den Unterschied, da das Video viel zu scharf wäre. Du kannst es jedoch mit einem Unschärfeeffekt unscharf darstellen. Filmora Pro verfügt über verschiedene Unschärfeeffekte, aber für den Look, den wir anstreben, funktioniert der normale Unschärfeeffekt hervorragend. Ziehe es auf den Clip und dann in das Bedienelementefeld, um sicherzustellen, dass der Unschärfeeffekt auf der Unterseite des Effektes liegt. Es sieht aber etwas seltsam an den Rändern herum aus. Deswegen werde ich die Klammer am Rand deaktivieren und dann den Unschärferadius erhöhen, bis der Clip genau richtig aussieht. Und da haben wir es, einen überzeugenden Bildschirmersatz für einen unscharfen Bildschirm. Dies war ein kurzer Einblick, wie du mit dem Compositing in Filmora Pro beginnen kannst. Inzwischen solltest du mit Ebenen und Mischmodi vertraut sein, wie man ein Bild und Bildeffekte erzeugt, mit Lightleaks und Lichtreflexen arbeitet und wie man den Inhalt eines TV-Bildschirms ersetzen kann. Abonniere unseren Kanal, damit du keine weiteren Tutorials verpasst, wie du deine Bearbeitung in Szene setzen kannst. Dir sind keine Grenzen gesetzt.